Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei WEC90. Ich bin gerade an der Simi dran und zwar ist alles anders gekommen, als ich gedacht habe. Ich habe die Simi zerlegt und das komplett. Werde in diesem Video den Rahmenbau machen, alles irgendwie sehr spontan, aber das ging alles so fix und die Teile kosten alle nicht so viel und wenn ich es eh dabei bin, dann kann ich es auch einmal komplett machen. Wie ich die Simi zerlegt habe, das habe ich mit meiner Freundin off-Kamera gemacht, sage ich mal. Wir haben die hier einmal zerlegt, 2 Stunden später war das Ding komplett zerlegt. Ja, und dann habe ich angefangen, die ganzen Rahmenteile zu schleifen, habe ein paar Sachen neu gekauft und bin jetzt bereit, die Sachen zu grundieren und zu lackieren. Da liegt eine komplette S51. Hier natürlich die ganzen Tankkits, Motor etc., Lampen, Auspuff und da liegen schon neue Teile und noch ein paar andere Sachen. Hier unter anderem der Lack und hier sieht man die geschliffenen Teile. Hier habe ich noch die Lasche für eine Enduro-Strebe reingeschweißt und die Teile hier sind bereits fertig grundiert. Ja, und eigentlich fertig für schwarz. Ich werde jetzt nochmal die beiden Sachen und den Rahmen plus die obere Schwinge werde ich lackieren beziehungsweise grundieren und werde dann alles einmal schwarz lackieren. So, Leute, ich habe fertig grundiert und zwar sieht man hier, die Rahmenteile sind alle, die sind weiß. Jetzt habe ich die Hälfte schon mal angeschliffen und wieder sauber gemacht. Habe jetzt bei denen hier vorne schon mal mit schwarz glänzend, die Teile schwarz glänzend lackiert. Hier soll es auch anders sein. Da kommt jetzt noch Klarlack drüber und dann sind die Teile auch fertig und dann kann es eigentlich an dem eigentlich einen Rahmenbau beginnen. Es handelt sich hier einfach um einen billig Schwarzglanz, also nichts Besonderes. Ich finde, da muss auch nichts Besonderes drauf. Hat sich jetzt bewährt, sag ich mal, der Lack. Den hatte ich in Silber auch auf meinen BBS-Felgen. Habe jetzt immer schwarz glänzend mit dem lackiert und benutze das jetzt auch wieder. Aber das Geile ist, während ich hier die ganze Scheiße lackiere, habe ich natürlich einen richtig geilen Ausblick. Kann man ja mal zeigen, wa? Leons Golf von der R21. Sieht schon schick aus, wa? Lass mal in die Kommentare da, ob sich da oder da vielleicht noch was verändern soll. Oder ob das Projekt abgeschlossen ist. Abgeschlossen. Ich glaube weniger. Leon ist da! Ja! Während ich die ganze Scheiße hier schwarz lackiert habe, ne? Mhm. Was hast du gemacht? Ich war arbeiten. Ja. Wie man sieht, Rahmenteile, da hinten in der Ecke stehen die anderen ganzen Teile und hier sind jetzt schwarz. Und da habe ich Leon gesagt, ey, soll ich Klarlack lassen? Er sagt, nee, mach Klarlack drauf. Mhm. Jetzt muss ich Klarlack lackieren. Das heißt, ich nehme jetzt hier 2K Klarlack, weil da ist ja jetzt 1K Lack drauf. Und der ist ja nicht Schmierstoff-Öl-resistent. Weil so ein Moped hat ja auch gerne mal ein Spritproblem und Öl auch mal vielleicht. Und deswegen hauen wir da jetzt Klarlack drüber. Klarlack. Was machen Sachen? Hier aktivieren. Okay. Jetzt 2 Minuten schütteln und dann auftragen.
Here I come. Oh, here I come. So, jetzt melde ich mich auch wieder zurück nach dem ganzen Lackieren etc. Denn die Teile sind jetzt fertig. Sie sind trocken, wie man im Hintergrund sieht. Einmal der große Karton, den zeige ich euch noch einmal. Aber jetzt geht dann Zusammenbau. Ich habe sämtliche Teile neu bestellt, habe ganz viele Ersatzteile etc. für die Simi. Und jetzt will ich den Rahmen zusammenbauen. Ich kann euch einmal kurz mitnehmen zu den Teilen. Wie man sieht, sind hier sämtliche Sachen in Schwarzglanz. Da liegen ja die ganzen Simi-Teile. Da sind noch ein paar andere Sachen, die noch mehr oder die auch noch schwarz werden müssen. Aber grundsätzlich sind erstmal die ganzen Rahmenteile, Telegabeln etc. sind schwarz. Hier habe ich sämtliche Ersatzteile neu, also Lenkkopflagerschalen, Motorlager, Lenkkopflager, Schrauben, Muttern habe ich vorhin, ja, alle ausgemessen und mir neu geholt. So sieht das Ganze aus. Neue Stoßdämpfer und einen neuen und verstärkten Fußrastenträger habe ich auch bestellt. Den Hauptständer habe ich jetzt erstmal nur sauber gemacht. Da wird vielleicht irgendwann mal eine andere Lösung kommen. Aber ich würde sagen, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das Ganze lackiert habe. Und jetzt geht es an den Zusammenbau. Das heißt, wir packen uns jetzt erstmal hier den Rahmen, wie man sieht, in schön schwarz. Und müssen jetzt oben und unten diese Lenkkopflager hier einpressen. Das geht in vielen unterschiedlichen Sachen. Da gibt es so Tools, dass man die mit einer Gewindestange einzieht. Man kann die mit einem Schraubstock reindrücken. Man kann die mit einem Schonhammer einkloppen. Und wie ich das jetzt gleich mache, werde ich mal schauen. Heat in my vein like vernacular. Cook up the beat with a spatula. Y'all are not ready for action. I'm smoking these rappers and feeling spectacular. Making a killer like massacre. Watch out, I'm whipping my wrist. Right on my city, been pissed, but I show them love. I'm not the one that's at risk. My homie told me that when people rise up against you, it's a sign of your destiny real. Fake ones been hating, cause they know that one day you're making it. Jealousy's all they can feel. Plug in the phone, drift in my zone. Pain in the future when thinking alone. About when I'm grown, already blown. So, die Lagerschalen sind jetzt drin. Die sind schön eingepresst. Dafür habe ich dieses Tool hier benutzt. Damit kann man zum Beispiel Radlagerschalen, Radlager oder Radnarben auspressen. Genau, das ist einfach eine Gewindestange, ein passender Aufsatz und dann drückt man das schön zusammen. Now my name come up like no discussion. That's all day. Man, I say y'all bluffing. Interrupt your formal introduction. But I was born to win. Look at the spot that I'm in. Windy Dapperton. If you confuse. So, als nächstes werde ich für euch in Timelapse mal den Hauptständer, die Fußrastenanlage und Motorhalter etc. montieren. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich zeige euch das einmal in Zeitlupe dann oder in Timelapse. Und dann würde ich sagen, ist das auch für jeden gut machbar. I've been watching, see me waiting, hear them hating while they talking. Like I ain't humble, must have me mistaken. More for boffing, push me out my coffin, but I keep on coughing. Take a puff, know that I'm smarter than smoking. I could have been Stephen Hawking. See all the fake from the muck in the galaxy. Hourly wages, picking your pockets. 8 hours for minimum salary, taxes still make sure the government profits. How fucked the system we in? Said that the fail so the upper class win. Glad to be saying that they run away from it. I'm here to tell you the truth once again in it. Might be hard to hear, but I can't tell no lies. Papa tried to break me till we look the same behind the eyes. Family senses always got the same results back. Fact that we rack while I'm out here trying to trim the slack. Yo, most cats cut too slow. My boss raps like Ben and Snow. My whole team got big goals. Went with platinum 2 times in a row. Now starting on ya. Die Simi ist soweit zusammengesteckt. Das gute Teil steht jetzt hier hinter mir. Ja, ihr habt gesehen, wie man das im Timelapse grob zusammensteckt, zumindest den Rahmen. Jetzt fehlen natürlich hier vorne noch die Telegabeln, die müssen noch rein.
Der Lenker muss noch drauf. Ja, ich habe vor hinten neue Stoßdämpfer drin, wie man sieht, im schönen Schwarz. Die sind härteverstellbar. Hab ja alles schön schwarz glanzlackiert. Hab neue Motorlager. Hab einen neuen Fußrastenträger. Ja, und neue Schrauben verbaut. Das kann sich, denke ich mal, jetzt ganz gut sehen lassen. Und ist vorbereitet für die nächsten Schritte. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich die Sachen an die richtige Stelle schraubt. Also Dämpfer von außen und die Querstrebe hier kommt dann von innen. Auf der rechten Seite dürft ihr ja den Auspuff nicht vergessen, also beziehungsweise die Auspuffhalterung, die kommt dazu. Und dann ist das eigentlich ein Selbstläufer, würde ich mal behaupten. Ich habe jetzt erstmal die Enduro-Streben schon mal eingebaut, wie man hier sieht. Ist erstmal so ein Rahmenbestandteil. Ich wollte auch gucken, ob sie passt, weil ich habe ja hier oben die Enduro-Lasche eingeschweißt, weil es ist ja keine Enduro, es ist eine normale S51. Und habe die Streben dann reingesetzt. Aber passt soweit und sieht ganz cool aus. Ja, ich würde sagen, ich hau euch gleich nochmal einen Porn rein. Also ich filme den Porn heute. Leon muss dann daraus irgendwas machen. Mal gucken. Nehmt es mir nicht übel. Ich würde mich jedoch bedanken, wenn ihr einmal ein Abo da lasst, mal was Süßes drunter schreibt und vielleicht ein Gefällt mir gibt. Und dann könnt ihr euch auf die nächsten Simi-Videos freuen. Weil ich habe einen riesen Karton da vorne liegen mit neuen Teilen. Und die ganzen alten Teile müssen ja auch wieder hier rein. Damit ich demnächst mit dem Ding durch Deutschland klettern kann. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn es heißt, Weg 90 schraubt.